Hey Leute, was geht ab? Heute ist mal wieder Tiger Dating am Start. Nein, Spaß beiseite. Heute geht es um Wetten. Um drei Wetttipps, ja, damit ihr nicht dieselben Fehler macht wie ich, obwohl ich die halt immer noch manchmal mache. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal anfangen. Also die erste Sache, die ihr niemals machen solltet, wettet nie auf den Boxer oder auf die Mannschaft, von denen ihr Fan seid oder ja, den ihr halt gut findet. Weil meistens kann man dann nicht konstruktiv die ganze Sache analysieren und macht halt Sachen, ja, die nicht klappen, bloß weil man jetzt irgendwen gut findet, von Typen her oder von seinem Stil her oder die Mannschaft, und dann ja, verkackt man manche Wetten. Also, das ist die erste Regel. Also niemals auf den Wetten, von denen ihr Fan seid oder die Mannschaft oder was auch immer. So, die zweite Sache ist, ihr dürft niemals und solltet niemals online wetten. Weil ich kenne auch viele Kumpels und so von mir, die wetten ja immer nur mit 2 Euro, wie es die meisten machen, 2 Euro dann auf 10 Spiele oder was weiß ich, und hoffen, dass sie damit erfolgreich sind. Aber das ist ja meistens nicht so. Aber dann wetten sie mal wieder 2, dann wetten sie mal 5 Euro, dann wetten sie mal 10 Euro. Dann laden die immer wieder ihr Konto auf. Das geht ja ganz schnell, online sein Konto aufzuladen. Dann schiebt man mal wieder 5 Euro rüber und dann am Ende des Monats ist man halt auf einem viel größeren Betrag, als man wirklich will. Man muss dann nur ein paar Knöpfe drücken. Im Wettbüro muss man nochmal über die ganze Sache nachdenken, muss das nochmal analysieren, muss sich nochmal das durch den Kopf gehen lassen, ob das das Richtige ist. Aber online kann man so schnell so viel Geld verlieren, weil bloß ein paar Knopfdrücke entfernt ist und dann baut man irgendwelche Scheiße. Aber Leute, jetzt kommt das Letzte, ja, und was eigentlich mit das Wichtigste ist. Was mir auch schon passiert ist, da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe immer auf Boxen gewettet, wo ich auch erfolgreich war. Aber dann kam halt mal die Zeit, da waren keine Boxkämpfer. Und da habe ich halt dann Fußball genommen, bei der letzten WM zum Beispiel. Und da bin ich erst gut mit Russland und so alles gestartet und habe wirklich, ich habe mit 3.000 angefangen. Und dann war ich auf 15.000 und ich wollte bei 20.000 einen Cut machen und aufhören mit dem Wetten. Ja, das Problem war, dann habe ich, glaube ich, auf Kroatien, habe ich 6.000 Euro gewettet. Und die haben erst in der Verlängerung, haben die erst gewonnen. Und das zählt ja dann nicht. Ich habe auf einen regulären Sieg gesetzt. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder runtergefallen und wollte dann ja, wollte dann wieder diesen Verlust ausgleichen. Und im Endeffekt war es so gewesen, dass ich, glaube ich, 3.000 oder 5.000 Euro noch von meinem Geld gesetzt habe. Ja, also ich habe mit 3.000 angefangen, bin hoch auf 15 und bin dann wieder gefallen auf, dass ich dann noch von meinem eigenen Geld 3.000 oder 5.000 gesetzt habe, um irgendwie wieder auf die 15.000 zu kommen. Aber das habe ich nicht mehr geschafft. Ich habe dann voll verkackt. Ja, also das solltet ihr nicht machen. Obwohl ich manchmal jetzt mich immer noch erwische, wie ich das heute machen will. Ja, wenn ich mal wirklich irgendwas daneben gegangen ist, dann denke ich mir, ach, ich nehme den nächsten Kampf, dann setze ich dann gleich 5 drauf und dann ist das alles wieder schick. Aber wie gesagt, wenn ihr mal eine Pechsträhne habt, dann lasst das lieber. Versucht erstmal eine Graswurzel die Sache wachsen zu lassen, euch einen neuen Plan zu machen, euch ein bisschen mehr zu informieren und dann fangt wieder neu an. Gut, ich bin jetzt erstmal raus, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ciao.